Ich verstehe das Problem nicht. Wenn die Ritter so besessen von ihrer Vergangenheit gewesen wären, wären sie nicht zu der Kampftruppe geworden, die sie heute sind. Diese Geschichte hat die Ritter zu dem gemacht, was sie heute sind. Das kann man nicht verleugnen. Wir sind aus dieser Vergangenheit herausgewachsen. Er winkt mit einem glänzenden Panzerhandschuh. Manchmal muss man weitergehen. Sagani runzelt die Stirn. Herausgewachsen wie aus einem alten Robbenfellmantel? Man passt sich den Zeiten an, gewiss, aber das ist ein wenig naiv. Ist das seine Brustplatte, die du da trägst? Das war sie. Er schaut an ihr herab und bewundert sie. Sie ist in den Besitz der Schmelztiegelritter übergegangen, als er verstoßen wurde. Jetzt gehört sie mir. Und sie steht nicht zum Verkauf, falls du das fragst. Man findet nicht jeden Tag eine Rüstung, die während der Rebellion getragen wurde. Er sagt, eine eidesstattliche Versicherung sei eine Fälschung. Was genau soll er denn darüber wissen? Er ist angesichts seiner Herkunft bei den Rittern für ihn sehr bequem, abfällige Bemerkungen von sich zu geben. Er verschränkt die Arme. Er blinzelt dich an. Das ist natürlich eine Lüge. Genug von Osric. Darauf können wir uns einigen. Dann leb wohl. Certainly. Also ja, der Typ ist ein obermackriger, feiner Pimmel. Pinkel. Ignoriert das erste Wort, was ich gesagt habe. So. Also, hier muss irgendwo sein Ding rumliegen. Die sind Aufzeichnungen aktiver Patrouillen und gemeldeter Verbrechen in Onras Geschenk. Die zuletzt genannten stellen die zuerst genannten numerisch seither in den Schatten. So, Penhelms eidesstattliche Versicherung. Koren, ein von der Dünnrotstraße ordnungsgemäß ernanntes Medium, versichert hiermit das Noviziat A.M. Pelham eine seelenunabhängige subversive Einflüsse oder gar eine befleckte Essenz hat. Die Schriftrolle ist mit dem Siegel von der Dunrödstraße abgestempelt und wurde von Panhelm und Kuren unterschrieben. So, wir haben die eidesstattliche Erklärung. Da sie nicht mal geklaut ist, weil wir hier einfach so drauf zugreifen konnten, fühle ich mich schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur noch beweisen, dass sie gefälscht ist. Aber gut, jetzt geht's erstmal wieder in den Kupferweg zurück, weil in Farnheim und I've never been to Narsetok. Is it very cold? What creatures wander the tundra? How are your leaders chosen? Do you always ask this many questions? Well, that's just to get us started. Let me get out some parchment for notes. Ask whatever you want. If I don't know, I'll make something up. Okay, das ist toll. Kana fängt an, Sagani zu fragen. Ich bin noch nie auf Nasitak gewesen. Ist es dort sehr kalt? Welche Kreaturen durchstreifen die Tundra? Wie werden eure Anführer ausgewählt? Stellst du immer so viele Fragen? Tja, das ist nur der Anfang. Lass mich etwas Pergament suchen für Notizen. Frag mich, was immer du möchtest. Wenn ich es nicht weiß, denke ich mir was aus. Schon mal ein guter Anfang. Also ja, der Stadtschreier hat ziemlich viele Sachen zu erzählen. So, da geht's zurück zum Kupferweg. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in den Schlafsaal. Und dann gehen wir in die Katakomben. Ah, the life of a traveler. So many ruins to uncover, places to see. Indeed. Though after 5 years, I'll be ready for a break. It is true. You have been at it far longer than I. Where will you go next, when you have all the world to choose from? Home, of course. Oh.
Also Kana fängt schon wieder an. Ah, das Leben einer Reisenden. So viele Ruinen zu entdecken, so viele Orte zu besuchen. Das stimmt schon, aber nach 5 Jahren könnte ich langsam eine Pause gebrauchen. Wahrlich, du bist schon viel länger dabei als ich. Wohin wirst du als nächstes gehen, wo du jeden Ort der Welt wählen kannst? Natürlich nach Hause. Also, auf zum Schlafsaal. So. Kann ich ihn danach? Hail and well met. Korn schwankt etwas hin und her. Deine Haut ist immer noch grün, aber du hast deine Enten verloren. Ich suche nach Viana. Ich mag Viana. Sie redet immer über Metallmänner, was seltsam ist, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie keine Schneekappe ist. Er legt die Stirn in Falten. Ich rede auch nicht über Metallmänner und ich esse Schneekappe. Egal, jedenfalls ist sie nicht da. Ist nach Ondras Geschenk geflogen, trifft sich da mit ihrer Freundin Bessia, nein, Klessia. Ja, Klessia heißt die Freundin, mit der sie sich trifft. In Ondras Geschenk in einem Haus, nicht auf einem Boot. Nordhaus, leeres Haus. In Ondras Geschenk gibt es viele Boote. Wir sollten mal zusammen rudern gehen. Er strahlt dich an und nickt. Leb wohl. Ich habe den Schreiberschlafsaal gefunden. Angesichts dessen, was Cliver mir sagte, sollte Vienna und ihre Forschungsunterlagen hier irgendwo sein. Ich habe Dunstan zu den Spieleritternan denen er arbeitet, befragt. Er scheint Vorbehalte gegenüber dem Projekt zu haben. Ich habe erfahren, dass Vienna eine Frau namens Klessia in Ondras Geschenk treffen wollte. Sie hatte vor, sich in einem leerstehenden Haus an der nördlichen Grenze des Bezirks zu treffen. Okay, wir haben einen Grund, nach Ondras Geschenk zu gehen. Also den Erbhügel werden wir auf jeden Fall fürs Erste meiden. Gut. Das heißt, Kanalisation jetzt. Oh, ey, der hat was zu sagen. Und bevor wir in die Kanalisation gehen, gehen wir erstmal hier rüber. Rasten nochmal in der Fuchs und Gans. Wobei, was wir jetzt als erstes machen, jetzt könnten wir es ja mal uns in dieses Haus hier rein verirren. Aber erstmal gleich gucken, was Edea zu sagen hat, und dann fahren wir uns in das Haus hier rein. Strange place for a shrine to Abaddon, Crucible Keep. Maybe it made more sense at some point, before it gathered all that dust. And the only thing the Knights of the Crucible worship these days is the nobility, as far as I understand it. Burgschmelztiegel scheint mir ein merkwürdiger Ort für einen Abaddon-Schrein zu sein. Vielleicht hat es früher mal mehr Sinn ergeben, bevor sie all den Staub angesetzt hat. Wenn ich es recht verstanden habe, dann verehren die Schmelztiegelritter heutzutage nur noch den Adel. Ich kannte einige Soldaten, die nach dem Krieg von den Schmelztiegelrittern rekrutiert wurden. Sie haben mir etwas darüber erzählt. Sie holen die jungen Kerle zu sich und erzählen ihnen über die Schmiedekunst, Revolution und Tradition. Sie sprechen über den Golem und wie er die Schmelztiegelritter in seiner Schmiede schuf, um die Unabhängigkeit des Dirwalds zu erringen. Und dann, nachdem sie ihnen beigetreten sind, stellt sich heraus, dass diese Ritter immerzu nur darüber reden, wie sie als tatsächlicher Ritterorden anerkannt werden können, wenn sie ihre Titel und ihre Ländereien bekommen. Wann sie ihre Titel und Ländereien bekommen. Ihr Hochrichter möchte gerne ein Graf sein. Abidons Wille sei das, sagt er. Er verfügt über eine Burg und eine Armee. Man fragt sich schon, wie lange er noch warten wird, deswegen in Abidons Namen einen Krieg zu beginnen. Anscheinend nehmen manche Mitglieder ihre Idealen immer noch sehr ernst.
Soweit wir wissen, könnte ihm Abidon tatsächlich Befehle geben. Sie scheinen gar nicht so schlecht zu sein, schließlich sichern sie in Trutzbuch den Frieden. Und die Adligen werden antworten, ihre Götter hätten ihnen gesagt, sie allein seien der wahre Adel. Das könnte schnippisch sein. Nehmen wir mal das Erste. Man sieht es bei den älteren Rittern, bei manchen von ihnen. Sie haben es anders gelernt. Sie tun mir leid, sie müssen mit ansehen, wie um sie herum alles langsam zerfällt, ohne dass man etwas tun kann, weil die falschen Leute an der Macht sind. Eine Schande, dass sie keinen besseren Anführer haben. Yes. So, dann gehen wir mal hier rein. At once. Ja, schmutziger Ripgert und Slack. Gut, kennt jeder den Plan? Die Mauer hinauf und in das Fenster hinein. Den Edelstein für den hübschen kleinen Fürsten schnappen, wir haben es verstanden. Pass mal auf, Zwerg. Wenn ich muss, dann... Langen, wir haben Besuch. Seid gegrüßt. Der Zwerg blickt dich misstrauisch an und versteckt seine Pistole hinter seinem Rücken. Suchst du jemanden? Es passt uns nämlich gerade nicht so. Langen fährt den Zwerg an. Idiot, sie gehören vermutlich zu den Schmelztiegelrittern. Es wäre ein großer Fehler, herzukommen. Er hebt seine Klinge. So. Duens, zauber mal was Schönes. Okay. Duens, Verbot mal. Alof. Ah, abprallende Fluggeschosse da hinten hin. Okay, den hat's zerfetzt. Oh, irgendwer hat Itomak verschreckt. Oh, Itomak hat auch geprellte Rippen noch. Yes. Oh, Svev. Drogen. Schuppenpanzer, Blaskon, eine Pistole. Oh, ein guter Rapier, ein Ei. Unser Kontakt im Raymond-Herrenhaus wird ein Fenster im ersten Stock einen Spalt breit offen lassen. Trommel deine Leute zusammen und begib dich nach Farnheim, bevor Fürst Raymond das Juwel verlagert. Ade. So, hoch hinaus. Ich habe erfahren, dass ein Adliger aus Farnheim Fürst Raymond ausgeraubt werden soll. Ich habe einen Brief gefunden, der den Plan in allen Einzelheiten beschreibt. Ich habe die Pläne der Diebe aus purem Zufall durchkreuzt, als ich über ihr Versteck stolperte. In ihrem Brief stehen Anweisungen, wie man in Fürst Raymonds Villa einbrechen kann, um etwas zu stehlen, was als Herz der Weißmarkt bezeichnet wird. Der Brief wäre vermutlich sowohl für Fürst Raymond als auch für jemanden mit dem Initialen AD von großem Interesse. So, noch ein paar Silbermusken. I suppose it can't be helped. There you go. Silberpfennige. Okay. Diese Bettlaken sind mit schlammigen Stiefelabdrücken und Elflecken beschmutzt. Oh, noch mehr Kupferstücke. Ein Büchlein. Das Haus Dominell. Was ist hier? Oh, Falle. Interesting. Falle entschärft. Kupferstück und ein Blutstein. Und noch ein Buch. Gut. Das war's dann hier drin. Wird Zeit einmal zu rasten und dann geht's in die Katakomben.